Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Immer wieder leiden Menschen unter undefinierbaren Muskelschmerzen oder auch chronischen Kopfschmerzen und es ist immer schwer, einen richtigen Lösungsweg dafür zu finden und oft liegt auch eine Odyssee an vielen Ärztebesuchen hinter den Patienten. Und heute werden wir mal eine Patientin anhören, die genau diesen Weg hinter sich hat und wie sie zur Lösung kam und wieder ein neues Lebensgefühl für sich entdeckt hat und natürlich auch ihr praktizierender Arzt mit dabei bei uns in der Sendung, Dr. Harald Burkhardt. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Harald. Hallo. Hallo, Frau Wagner-Weyer. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja. Dieses ganze Leidensbild mit chronischen Kopfschmerzen und auch Muskelschmerzen höre ich auch immer wieder verstärkt von Menschen, die nach Lösungswegen suchen. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute die Zeit und den Mut haben und auch ja so offen sind, wirklich über Ihre Geschichte zu sprechen und freue mich schon sehr darauf, Sie zu hören. Ja. Ja. Ja, bei mir war es so, alles hat angefangen vor 7 Jahren, wo ich von meinem damaligen Zahnarzt Amalgam entfernen ließ, im vollsten Vertrauen, dass er das richtig machen würde. Leider wurde das nicht mit den heutigen Vorsichtsmaßnahmen gemacht, so dass ich nachher krank wurde. Ich bekam diese Muskel- und Gelenkschmerzen. Ich habe etliche Orthopäden gesehen. Ich war beim Rheumaarzt. Ich war beim Neurologen. Und keiner konnte mir helfen. Keine Therapie half mir. Manche Therapien wollte ich nicht machen, weil sie einfach zu invasiv waren. Und dann endlich wurde ich überwiesen an einen Zahnarzt, der biologische Zahnmedizin macht. Und dann hat er gesehen, dass ich noch immer voll vergiftet war mit Amalgam, hat alles entfernt, hat alles neu gemacht, weil die erste Arbeit nicht ordentlich gemacht worden war. Es war ganz, ganz erschreckend, was da alles nicht gut gemacht worden war. Ja, und danach habe ich dann den Weg gefunden nach Wadgassen zu Dr. Burkhardt, der verschiedene Therapien mir angeboten hat und die, wo ich gleich gemerkt habe, das hilft, unter anderem Chelattherapie, Blutlaser und schlussendlich kam ich dann zur Apherese. Und jetzt bin ich seit einem Jahr in Behandlung, bin jetzt fast völlig schmerzfrei und habe wieder ein ganz normales Leben, was vorher nicht da war. Mhm. Darf ich Sie fragen, als Sie die Amalgamentfernung gemacht haben, sind dann die Kopfschmerzen und Muskelschmerzen sofort eingetreten oder war das dieses obligatorische halbe Jahr später, wo dann viele diese Verbindung gar nicht mehr gefunden haben? Genau so. Es war nach einem halben Jahr, wo ich in eine große Stresssituation auch zusätzlich kam. Und dann waren die Beschwerden auf einmal so heftig und unerklärlich. Und natürlich, jeder Arzt hat gesagt, ja, sie haben ja nach ihren Zähnen schauen lassen, sodass niemand mehr da irgendeine Verbindung gesehen hat. Mhm. Also es ist schon wirklich immer wieder erschreckend, wie unachtsam mit diesen Amalgam-Themen umgegangen wird. Also ja. Und vom Werdegang jetzt her, von der Regeneration, wie waren dann Ihre Durchläufe? Haben Sie zum ersten Mal mit einer Chelat-Infusion dann angefangen? Oder wie ging's? Ja, zuerst, es wurde eigentlich gleichzeitig mit allem angefangen. Mhm. Weil ich halt viele Vorberichte hatte, hat Dr. Burkhardt gleich mehrere Therapien gemacht. Es musste nicht mehr gesucht werden nach den Ursachen. Er hat es gleich gesehen, dass die Schwermetallbelastung unendlich hoch war, so dass ich dann
die auf Reise gemacht habe. Letztes Jahr gleich 6 Mal, immer 2 hintereinander. Und zusätzlich die Gelatinfusionen, so wie es zeitlich halt ging, weil es ist ja auch ein großer Zeitaufwand. Mhm. Ja. Darf ich dich kurz fragen, Harald, warum hast du jetzt die Apharese mit Gelat nochmal kombiniert? Was kann die Gelattherapie da? Also wenn Patienten eine sehr hohe Metallbelastung haben und Metalle, die Schmerzen im Muskelgewebe auslösen, sind vorwiegend Blei, Cadmium und Zinn. Und da hatte sie tatsächlich Belastungen im dreistelligen Bereich. Dann geht es immer darum, dass man möglichst schnell und effektiv die Metallbelastung senkt. Und da ist die Gelattherapie die Therapie, die man rasch in kurzer Folge machen kann, die einfach auch preisgünstiger ist und die sehr gute Effekte zeigt. Und deswegen hatten wir dafür die Gelattherapie verwendet. Wir haben, weil Erregerbelastungen auch damit hineinspielen. Es gibt auch Erreger, die eben Muskelschmerzen und solche Dinge auslösen. Die haben wir auch nachgewiesen. Dafür haben wir dann auch unter anderem den Blutlaser genommen. Ich habe ja auch für zu Hause Dinge aufgeschrieben. Und die Toxophorese, also die Apharese zur Ausscheidung von Umweltbelastungen, die haben wir deswegen gemacht, weil es in aller Regel über die toxische Metallbelastung hinaus Gifte gibt aus verschiedensten Bereichen, die wir ja auch dann nachgewiesen haben, die in der Summe bei dir das Problem auslösen. Mhm. Ja, wenn du, sagen wir mal, Blei und Cadmium hast, dann mag vielleicht eins und eins noch zwei sein. Wenn dann aber noch Formaldehyd dazukommt, Pflanzenschutzmittel, Insektenschutzmittel und noch irgendwie 3, 4 Erreger, dann ist eins und eins und eins nicht 3, sondern vielleicht 10, 15, 20. Also wir können einfach nicht sehen, was in welcher Potenzierung welches Problem auslöst. Und deswegen geht man in einem Fall wie bei ihr hin und versucht, zwar so wenig wie möglich zu therapieren, aber doch so intensiv wie nötig. Und das haben wir gemacht. Und damit das zwischendrin schneller geht, waren eben die Gelattherapien sinnvoll bei der hohen Belastung, um die schneller zu senken. Mhm. Das ist kostengünstiger, das ist auch zeitlich in kürzerer Folge machbar. Die Apharese kann ich nicht jede Woche machen. Haben Sie rausgefunden, warum dieser Bleigehalt so hoch war? Und dieses Zinn? Das hat ja nichts mit der Amalgam-Geschichte zu tun, gell? Nein, Blei und Amalgam sind. Ja, ich stamme aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, wo halt mit Pestiziden gearbeitet wurde und die ganzen Maschinen und ja, und als Kind ist man immer nah dran. Mhm. Ja, und damals gab es keine Vorsichtsmaßnahmen. Man hat nicht überlegt, dass das einen vergiften könnte. Es ist ja auch so, dass jetzt zum Beispiel in Ihrem Fall es nicht darum geht, dass sie jetzt aktuell das noch aufnimmt, sondern es ist im Körper, das sind also Altlasten und das kann aus der Kindheit kommen. Traktoren, alle Verbrennungsmotoren hatten vor 1994 als Zusatz im Benzin Blei, als Antiklopfmittel. Und das wird natürlich rausgeblasen und das lagern wir ein. Und wenn du Blei im Körper hast, baut der Körper das ab. Aber er braucht, um die Hälfte abzubauen, etwa 50 Jahre. Das heißt, das Zeug bleibt lange drin und dann wirkt es. Und dann kommen noch andere Dinge dazu, die der Körper auch noch irgendwie abbauen muss. Und wenn das dann zu viel wird, dann kommt vielleicht noch ein Stressor und dann explodiert alles. Ja. Mhm. Das sind Altlasten. Von der Lebensqualität her, in der Phase, wo die Vergiftung akut war, wie war da noch der Alltag zu beschreiten oder waren das... Es war ein völlig anderes Leben. Ich war immer müde, immer schlapp. Am Tag musste ich schlafen. Die Energie war nicht mehr da. Ich konnte nur noch das Minimum machen, was man so braucht zum Leben. Es war wirklich sehr, sehr bitter. Mhm. Unerklärlich. Und dann kommt man auf die Schiene, dass der Neurologe einem Antidepressiva verschreibt. Und ja, dann... Das habe ich ein paar Monate gemacht und gedacht, nein, das ist ja kein Leben. Es behandelt nicht die Ursachen, es behandelt nur die Symptome. Und da habe ich gesagt, ich nehme das nicht mehr weiter, obwohl er das so wollte, habe ich das dann abgesetzt.
Und ich habe mich wieder auf die Suche gemacht nach den Ursachen. Ich war all die Jahre nur auf der Suche nach den Ursachen. Ja. Unglaublich. Ja. Und die erste Aphorese, wie ging es Ihnen dann danach? Waren dann, ja, einfach, was war der Effekt von der ersten Sitzung? Also ein Rieseneffekt war nicht da, weil halt die Belastung so hoch war. Aber ich war wahnsinnig müde nach den ersten beiden Aphoresen und habe Zeit gebraucht, um mich zu erholen. Mhm. Ja. Ja, im Schlaf oder im Ausruhen regeneriert der Körper ja auch gut. Ja. Ich meine, hat er ja auch wahrscheinlich einiges zu regenerieren. Ja, ist es. Ja. Viele beschreiben auch, dass sie nach der Aphorese sich irgendwie jünger fühlen, wieder fitter. Gab es da irgendwelche Effekte, so unter uns Frauen? Ja, also jetzt die letzten Aphoresen, ja, das ist schon auffrischend. Ja, doch, das kann man sagen, auf jeden Fall. Es reinigt ja wirklich, das ganze Bindegewebe wird ja dann auch gereinigt sozusagen. Ja. Also sieht man es dann auch wirklich im Bindegewebe, so bei, jetzt sage ich mal, Zellulite und solche Geschichten? Ich würde schon meinen, ja. Okay, jetzt bekommt diese Technik nochmal eine ganz neue Qualität. Ja, man sagt ja auch, wenn der Körper Schwermetall belastet ist, dass wenn wir in die Sonne gehen, kommen einfach die Altersflecken oder graue Haare, solche Geschichten. Mhm. Ich finde es halt auch super spannend zu erfahren, kriege ich das vielleicht wieder hin, dass meine Haare nicht mehr so grau sind oder dass Altersflecken zurückgehen oder Falten. Das sind natürlich, klar ist das alles ein Luxusproblem, aber ich finde es einen schönen Nebeneffekt, wenn das passieren würde. Also ich würde schon sagen, dass da sich auch was tut, Falten, die Altersflecken, es tut sich was. Mhm. Ja. Schön. Was sind so deine, wenn wirklich Menschen kommen, die so vergiftet sind? Ich kenne das ja selber auch aus den Vorträgen, die ich jahrelang auch ich habe immer gleich erkannt, wenn Menschen unter diesen Vergiftungen gelitten haben. Und es war mein erste Empfehlung, sofort Amalgam gucken lassen, professionelle Zahnärzte. Und ich bin aber immer wieder trotzdem entsetzt, dass ich dann solche Geschichten höre, wo wirklich Patienten jahrelang rumgeschickt werden. Vielleicht nochmal an dich die Frage, wenn jetzt jemand zuschaut, was sind wirklich so die Punkte, wo es sich echt lohnt, hinzuschauen, ja? Naja, also wenn wir beim Thema Amalgam bleiben, ist es natürlich sinnvoll, dass man einen Zahnarzt hat, der das fachgerecht beseitigt mit Absauganlagen, Kofferdamm, langsam drehendem Bohrer und so weiter, damit der Patient möglichst wenig aufnimmt dabei. Wenn Quecksilber ausgebohrt wird, das wird natürlich in der Luft gasförmig bei Zimmertemperatur. Und ich gebe den Patienten immer, wenn sie bei mir vorher waren und zum Zahnarzt gehen, auch etwas mit, DMPS, DMSA, was die Leute dann eine halbe Stunde vorher und direkt danach nehmen. Damit das, was über die Schleimhaut aufgenommen wird, auch noch möglichst gut gebunden wird. Man kann die 100% erreichen, aber eben schon viel. Was aber ansonsten wichtig ist, ist halt einfach, dass man schaut, was hat der Mensch, ja? Guckt, welche Mangelerscheinungen sind da, welche Giftstoffbelastungen sind da, welche Fehlfunktionen sind da, was ist mit dem Darm, was ist mit Entzündungen, was ist mit Stoffwechselfunktionen, sind die Hormonachsen gestört, machen die Nebennieren mit, arbeitet die Schilddrüse korrekt. Das hängt alles sehr eng zusammen und man muss halt schauen, wie funktioniert das. Wenn man zum Beispiel hört, Frau Wagner-Weyer war sehr müde, dann erklärt sich das über die toxische Belastung. Metalle wie Blei, aber auch Quecksilber, auch Aluminium, die wirken einfach blockierend auf die Zellatmung, also auf die energiebildenden Strukturen. Wir kennen den Namen, manche kennen den Namen vielleicht Mitochondrien. Diese Mitochondrien, die bilden ATP. Das ist der Energieträger, den du brauchst. Und du musst davon am Tag etwa dein Körpergewicht bilden. 60 Kilo, 70 Kilo bei Männern, 80, wenn ein Sportler aktiv ist, der bildet bis zu einer halben Tonne und du hast einen Vorrat von 1,5 Sekunden. Das heißt, wenn diese Struktur nicht richtig funktioniert, und das ist oft der Fall, das können wir messen, das war bei Frau Wagner war ja auch so,
dann hat man einfach nicht die Power. Dann merkt man, man wird müde. Da das nicht eine Erkrankung ist, die von jetzt auf sofort passiert, merkt man es oft gar nicht. Mhm. Das geht dann so schleichend. Dann denkt man, na ja, gut, du bist jetzt auch nicht mehr 30, du bist jetzt vielleicht schon 50, das ist ja vielleicht normal. Dann sagt der Hausarzt oder wer auch immer, hast du mal geguckt, wie jung du schon bist oder wie alt du mittlerweile bist. Das ist aber nicht normal. Und wenn man den Körper entgiftet und die Energiebildung geht wieder hoch, dann merkt man auch plötzlich, dass man wieder mehr Power hat. Dass nicht nur die Schmerzen zurückgehen, sondern wird der Darm besser, dann wird die Ido-Bildung geht zurück, die Serotoninbildung geht hoch, dann wird der Schlaf besser, dann wird die Stimmung besser. Das hängt alles sehr, sehr eng zusammen. Das ist immer schwierig, das so en bloc zu erklären, ohne Fachvorträge zu halten. Aber man ist sehr vernetzt. Man sagt ja auch nicht umsonst, Körper, Seele, Geist hängen sehr eng zusammen. Und viele dieser Abläufe sind schlichtweg biochemisch. Ja, und da können wir mittlerweile kontrollieren, wir können eingreifen, wir können sehr genau messen, was passiert, und wir können vor allem auch kontrollieren, wenn es wieder gut ist, dass sich das normalisiert hat. Jetzt finde ich auch ein wichtiger Faktor, was ich jetzt auch gerade rausgehört, eben die Darmflora. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Ansätze. Der eine sagt, oh, das musst du eine Kapsel nehmen, das macht die Magensäure kaputt, wenn du es flüssig nimmst. Wie sieht dein optimaler Darmaufbau aus? Mit den Patienten? Also der sieht so aus, dass wir halt immer das machen, was beim Patienten das Problem ist. Das heißt, wir machen eine Stuhlanalyse und gucken halt genau, welche Erreger fehlen. Ist ein Leaky Gut-Syndrom da? Wie arbeitet die Bauchspeicheldrüse? Ist eine Entzündung da? Ist eine überschießende oder eine mangelnde Schleimschutzbildung da und so weiter? Mhm. Und in Abhängigkeit von dem gebe ich den Patienten bestimmte Probiotika oder auch Ernährungshinweise, damit die Darmflora nicht nur aufgenommen wird oral, sondern halt man sich auch so ernährt, dass die Dinger da wohnen bleiben. Mhm. Ja. Es gibt Stoffe, von denen wissen wir aus der Wissenschaft, wie zum Beispiel Walnüsse, Leinöl, Macadamianüsse und so weiter. Oder auch resistente Stärke der Gruppe 3, wenn du abgekühlte Kartoffeln, abgekühlten Reis isst, dass das ein Festmahl für die Darmflora ist. Und wenn man das immer mal wieder in die Ernährung einbaut, dann bleiben die auch da. Aber grundsätzlich gilt, ich muss erstmal wissen, was ist das Problem, und dann die richtigen Bakterien geben. Wenn jemand ein Leaky Gut-Syndrom hat und ich gebe bestimmte Bakteriengruppen nicht, dann nutzt das nichts. Ja, also ich muss immer wissen, was ich tue, und dann mit den richtigen Maßnahmen eingreifen. Und ob ich jetzt Kapseln nehme, die Magensaftresistenz oder was auch immer, das ist eigentlich sekundär. Ich kann dann, in der Magensaft tötet ein paar ab, ein bisschen Kollateralschäden gibt es eben, ja. Aber wenn ich jetzt ein Probiotikum nehme, das in Flüssigform ist und es gehen ein paar kaputt, dann muss ich halt eine ausreichende Menge nehmen. Das bedenkt man ja auch immer schon als Hersteller, und da kommt genug an. Mhm. Ja, Frau Wagner-Weyer, gab es noch auch wirklich körperlich, ich bin jetzt nochmal an dieser ganzen Entgiftungs-, Entschlackungsthematik dran. Wenn der Körper wirklich vergiftet ist, merkt man dann auch, dass so die Lymphe, dass so dieser ganze Fluss stockt, dass da jetzt auch sich das Oberhautfettgewebe einfach auch verändert in der Struktur oder die Haut? Ja, es ist halt so die Frauenfragen. Ich bin jetzt mal froh, dass ich dran bin. Weil Alexander stellt die Fragen nie. Deswegen muss ich diesen Part auch übernehmen. Auch total uneigennützig natürlich. Also, dass sich die Haut jetzt so sehr verändert hat, kann ich eigentlich nicht bejahen. Ich bin ja auch in den 7 Jahren älter geworden, und ich sehe es eher so, dass ich bin älter geworden, also hat sich die Haut verändert. Ja, sie hat sich verändert in der Zeit, ja. Aber meine Sorge war ja immer, diese Schmerzen loszuwerden und nicht, wie sehe ich aus? Ja, ja, ja. Nebensächlich. Ja, ja, nur weil die Haut einfach auch ein Entgiftungsorgan ist. Deswegen war so ein bisschen der Ansatz, so die Frage. Ja, die Haut ist ein Entgiftungsorgan und sie reagiert sehr oft mit, aber dann, wenn die Leber, die Nieren, der Darm nicht richtig arbeiten. Deswegen ist das immer das allererste, was wir machen, dass wir halt diese Entgiftungsorgane auch aktivieren und stabilisieren und dafür sorgen, dass die Ausscheidung funktioniert. Denn die Haut ist die letzte Wiese, wie man so schön sagt. Also wenn die anderen Sachen nicht funktionieren, dann geht es über die Haut. Und dann reagieren die Leute auch, indem die Haut sich verschlechtert. Mhm. Was wir aber zum Beispiel auch sehen, was bei manchen Patienten auch ein Thema ist, das sind Lipödeme, also Entzündungen im Fettunterhautgewebe. Die sind wiederum bedingt durch das, was wir die ganze Zeit besprechen, Umwelteinflüsse und so weiter. Mhm. Ja, da ist natürlich auch eine genetische Neigung dazu, so zu reagieren. Aber wenn man diese Dinge behandelt, gehen die weg. Und was die Haare angeht, wir haben manchmal Patienten, die kommen, die haben keine Haare, denen fallen die Haare eben aus, nicht wie bei mir hier androgenbedingt, also durch männliche Hormone, sondern einfach
diffus. Dann haben die ganze Flecken oder die Haare sind alle weg, waren bekommen, die haben keine Wimper, keine Augenbrauen, keine Schamhaare, gar nichts. Das ist der kreisrunde Haarausfall. Und das sind halt typische Autoimmunprozesse. Mhm. Und wir haben bisher es bei allen geschafft, dass alle Haare wieder kamen. Und interessanterweise haben wir auch Patienten, ich hatte zum Beispiel eine Dame, die hatte 25 Jahre kein einziges Haar im Körper. Mhm. Und die kamen alle wieder mit über 40 und zwar in Originalfarbe. Also die waren nicht grau, die waren wirklich dunkelbraun und sind es auch geblieben. Also zumindest mal in den letzten Jahren, seitdem das jetzt rum ist. Ja, irgendwann werden die vielleicht auch mal grau. Ja, solche Geschichten, ja? Das wollte ich noch ein bisschen. Also ja. Das sind aber dann eben wiederum umweltbelastungsbedingte, autoimmunverursachte Erkrankungen. Ja, ja. Also wirklich ein Feld, wo es sich lohnt, hinzuschauen und wirklich nochmal in die Tiefe sich mit zu beschäftigen. Ja. Gibt es von Ihrer Seite noch was Wichtiges für die Zuschauer oder aus Ihrer Sicht, was Sie noch gerne erzählen möchten? Ja, wenn man in so einer Situation ist und man ist unerklärlich krank, man muss immer weiter kämpfen. Das habe ich getan. Ich habe immer weiter gesucht, weil ich immer gedacht habe, nein, das ist nicht die richtige Therapie für mich. Und zum Glück bin ich dann nach Bad Gassen gekommen zu Dr. Burgert. Und seit einem Jahr hat sich mein Leben Schritt für Schritt wieder normalisiert. Super. Weil sonst steckt man in einer Sackgasse, wo man nie wieder rauskommt. Ja, 7 Jahre. Und man kriegt vielleicht ganz schlimme Erkrankungen, Krebs, ich denke an Krebs oder andere Autoimmunkrankheiten. Und dann steckt man in einer echten Schwierigkeit. Ja. Dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit. Sehr und gerne. Dass Sie uns die vielen Dank. Geschichte und wirklich, und wir sind natürlich froh, dass der Leidensweg jetzt ein Ende hat und ja. Sie sich jetzt auch mit den schönen Dingen wieder des Lebens beschäftigen können. Genau, so ist es. Ja. Lieber Harald, gibt es von deiner Seite aus noch was Wichtiges zu sagen oder wenn man sich wirklich auch als Patient nochmal da informieren möchte? Ja, die Frau Wagner, weil ja gerade am Schluss noch angesprochen hat, chronische Krankheiten, chronische Entzündungen insbesondere können natürlich Folgen haben und das ist etwas, was uns gar nicht auf dem Schirm ist. Ja, es stand zwar schon in der Bildzeitung im Fokus und so weiter. Vor ein paar Jahren gab es tatsächlich seitenweise Artikel darüber, was chronische Krankheiten machen oder chronische Entzündungen auslösen können. Darum geht's. Und es ist in der Tat so, dass chronische Entzündungen, Krebs, Diabetes, Bluthochdruck, Gefäßverkalkungen auslösen können, die Energiebildung natürlich stören, aber auch die Psyche, weil jede chronische Entzündung im Körper auch sich auf das Gehirn auswirkt, aktiviert die Abwehrzellen im Gehirn und wir sehen immer mehr Leute, die an neurologischen Erkrankungen, Alzheimer, Parkinson, MS, auch bei jungen Leuten leiden und auch an hormonellen Störungen. Das sind so die klassischen Folgen chronischer Entzündung. Deswegen kann man nur plädieren, wenn jemand komische Erkrankungen hat, die man so nicht rausbekommt, einfach auch dahin zu schauen, zu jemandem zu gehen, zu Kollegen, die klinische Umweltmedizin beherrschen oder was auch immer können, die chronische Entzündungen finden können und die Ursachen beseitigen können. Weil das ist etwas, was auch dann, wenn noch keine schweren Krankheiten aufgetreten sind, auf jeden Fall präventiv diese verhindern kann. Mhm. Nochmal ganz kurz zu dieser Amalgam-Geschichte. Ich hatte auch im Freundeskreis einen Fall wirklich aus Versehen eine Amalgam-Plombe geschluckt. Nicht irgendwie gemerkt, offensichtlich. Es ging bis zu 50% Lungenfunktionsfähigkeit, Lungenfibrose, da wurde Krebs diagnostiziert, Rheuma, nicht mehr laufen können, also das volle Chaos. Und kann dieser Mensch überhaupt ohne diese Hilfsmittel sich nochmal von diesem ganzen Vergiftungsprozess befreien? Weißt du, weil manche ja dann kommen und sagen, ach, nimmst ein bisschen Koriander, ein bisschen Zeolit, dann geht das schon raus, aber ist es überhaupt möglich oder muss man dann wirklich sagen, okay, es gibt ein gewisses Stadium oder eine gewisse Vergiftungsgrad, da muss ich auf diese technischen Filtersysteme zurückgreifen? Also wenn jemand stark vergiftet ist, so wie du das gerade geschildert hast, dann wird der vielleicht, wenn er ein sehr guter Entgifter ist, partiell ausscheiden, keine Frage. Aber die Frage ist halt, wie lange dauert es? Und was passiert in der Zwischenzeit? Je länger ein Gift auf einen Körper wirkt, umso größer ist halt die Gefahr, dass Schäden entstehen. Es gibt die sogenannte Habersche Regel.
die besagt, wenn ich einen Giftstoff in hoher Konzentration bekomme, dann habe ich sofort eine Wirkung. Wenn ich den gleichen Giftstoff in geringerer Menge bekomme, habe ich die gleiche Wirkung, aber eben zeitlich versetzt, Monate, Jahre später. Wenn jetzt ein Patient kommt, der zum Beispiel so eine hohe Quecksilbervergiftung dann hat, dann würde ich immer plädieren dafür, dass man möglichst schnell das Zeug ausscheidet, damit die Schäden, die dann entstehen, nicht irreversibel sind. Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen von der persönlichen Empfindlichkeit ab. Manche Leute vertragen alles, andere vertragen wenig. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Aber in so einem Fall, bei so einer hohen Belastung, würde ich immer eingreifen. Das würde ich nicht abwarten. Ja, ja. Weil du einfach nicht weißt, was kaputt geht. Ja, ja. Vor allen Dingen, weil die Diagnosen natürlich Rheuma, Lungenfibrose und so, das hat ja kein Mensch damit. Das sind ja keine Kleinigkeiten, ne? Das sind ja schon schwerwiegende, das Leben beeinträchtigende Dinge. Ja. Ja, aber da wurde ja auch alles als Ursache gefunden. Gerne auch immer wieder die Psyche, gell? Das war da auch. Oh ja, naja. Aber umso schöner, dass es Ärzte wie dich gibt und mutige Patienten, die ihre Erfolgsgeschichten erzählen und das bringen wir jetzt einfach raus in die Welt und hoffen, dass es dann auch an die Zahnärzte kommt, die heute immer noch Amalgam verarbeiten. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr da wart. Ganz lieben Dank und noch viele Grüße nach Luxemburg. Danke. Super. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen und es ist immer wieder wichtig, dass es Möglichkeiten und Wege gibt, auch die Ursachen von Krankheiten zu finden und auch dementsprechend Wege, die da wieder zur Genesung führen. Vielen Dank fürs Zuschauen, schöne Zeit und bis bald.